So, heute geht's um den kleinen Frecker hier. Der macht mir irgendwie Ärger. Entweder der oder die, weil die immer am Flackern ist, wenn die da dran war. Jetzt schauen wir das mal. Ich pack das Ding hier einfach mal in eine Powerbank. Da flackert nichts. Ich bin mir nicht sicher, weil die habe ich mal gekauft. Die ist so ein oranges Untergangslicht. Und bei mir im Flur ist ziemlich dunkel und dann hängt die da und 24/7 macht die halt dicht. Die braucht aber, glaube ich, nicht viel. Schauen wir mal. 5 Volt bei 100 Milliampere, halbes Watt. Das macht dann nicht viel aus, schätze ich mal. Rechne es mal durch. Gut, stopp. 0,5 Watt mal 24 mal 7 mal 365 sind so und so viele Wattstunden. Das ist so viele. Wattstunden, das teilen wir durch 30, dann sind wir mit 30 Kilowattstunden. Das sind 15 Euro. Ist doch ganz schön. Habe ich da verrechnet? Ne, wieso 24 mal 7? Mal 7 ist doch Blödsinn. Nee, nee, ganz langsam. Das ist der ständige Verbrauch. 0,5 Watt. Mal 24 Stunden. Dann haben wir die Wattstunden. An einem Tag. Das mal 365. Dann haben wir die Wattstunden in einem Jahr. Das sind 4380. So, sind 4,3 so ungefähr. Runden wir auf 5 Wattstunden. Die Wattstunde kostet 50 Cent. Sind wir bei 2,50 € im Jahr. Dafür, dass ich nicht über meine eigenen Füße stolper im Flur, ist das in Ordnung. Also. Hat hier überhaupt kein Problem, leuchtet schön, alles wunderbar. 5 Volt, 0,1. Außerdem hing dann dabei dran noch eine Wanduhr mit LEDs. Ja, die hat, glaube ich, ein bisschen mehr. Ist jetzt aber auch nicht so viel. Und es flackerte ständig. Und da dachte ich, ist die LED schon kaputt? Na, die hängt jetzt da 3 Monate oder ein halbes Jahr, irgendwas zwischen 3 Monaten und ein halbes Jahr. Und zwar an dem. Und ich, weil beide flackern, die Wanduhr als auch die LED, habe den hier in Verdacht. Unser Model von Revolt, das ist Pearl. Nein, hier mal ein bisschen näher ran hier. PX 8 1998. So alt wird es noch nicht sein. 675. 5 Volt, 2,1 Ampere. DC. Losnummer Importeur Pearl. So, also 2,1 natürlich beide müssten 2,1 Ampere rauskommen. Bei 5 Volt sind wir bei 10 Watt. Das hat 0,5 und das andere lassen wir 2 Watt haben, wir sind bei 2,5. Warum flackert das? Jo. Warum flackert das? Dann nehmen wir hier mal unsere elektrische Last und stecken das Ding nochmal rein. Machen es mal an. Und wir haben 0 Watt. Okay, 0,08 Watt. Ah, so kann man das halbwegs sehen. Ein bisschen schräg halten. So, jetzt stecke ich da mal das Ding rein. Ist nicht am Flackern. Ja, wahrscheinlich war das nur ein. Aber ich kann da reingucken. Das kommt mir doch ziemlich schwach vor irgendwie.
Schauen wir mal, wie viel er liefern kann. Aha. Seht ihr das? Ach, warte mal, das ist möglich. 3, was steht da? 6 Volt. Habe ich noch einen anderen? Ah, kann man den besser ablesen. Ne, den kann man gar nicht ablesen. Habe ich noch einen anderen? Da, 3,39 Volt. 3, wieso? 5 Volt müssen das sein. Der liefert auf nichts schon keine Spannung. Und wenn ich hier 1 Ampere dran mache, dann. Aha, da haben wir das Flackern. Ich stelle mal runter, bis er nicht mehr flackert. Also er geht immer an und aus. Flacker, flacker, flacker. Jetzt flackert er nicht mehr. Ne, er flackert immer noch. Naja. Er wechselt hier aber auch ständig. Er geht immer aus und an. Ich glaube, der hier ist schneller. Die sind schneller. 0,0 Ampere. Null Komma null eins Ampere. Ja, den kann ich so schlecht ablesen. Und man sieht es hier, 0,0900, 03, 01, ist es langsamer, 02, 01, 00. Und wenn ich den jetzt nehmen würde, hier war mein gescheites Gerät. Nehmen wir mal die Powerbank. Und da sind wir bei 200 Milliampere. Nicht mal. Der liefert keine 200 Milliampere und das halt bei 0,3. Bei 0,3 Watt. Dabei, da Quatsch, bei 3 Volt. Das ist Katastrophe. Das ist überhaupt nicht mehr zu. 3,6 Volt kommen da noch raus. Na, kein Wunder. Und dann schaltet er sich aus und flackert. Ja. Kandidat für einen Schrott, oder? Oder wir finden raus, woran das liegt. Aber hey, die kosten eh nicht viel, diese Teile. Und ich habe welche. Hier 2 Ampere von, was ist denn das hier? Das hat irgendwie beim Chinesen mal 2, 3 Euro gekostet, auch 2 Ampere. Ich will jetzt nicht sagen, dass der besser ist, aber von diesem billig an. Habe ich noch reichlich. Der war auch irgendwie 2, 3 Euro. Da kann 3,2 Ampere noch mehr buchsen. Aber 3,2 auf alles und hat einen Type-C nochmal. Also das ist dann halt. Aber das ist aus Deutschland von Paul. Die Dinger sind hier aus. Aus China. Von AliExpress. Okay, das ist hier dann nochmal Revolt. Der 3,4 Ampere und nur ein. Der scheint vielleicht besser zu sein. Der wiegt doch ein bisschen mehr. Das Ding wiegt fast nichts. Naja, auf jeden Fall brauche ich den nicht unbedingt. Und drum wird er jetzt hier maximal invasiv aufgemacht. Wenn ich nur wüsste, wo. Es muss hier irgendwo drin sein. Spatscher. Spatscher, 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 Spatscher. Nur einen guten Spatscher dafür. Da haben sie es sogar verklebt. Komme ich da irgendwie zwischen? Ich bin bemüht, mir nicht in den Finger zu schneiden.
Kannst du nichts mischen. Aber hier kann ja nichts sein. Bisschen drin. Da kann nichts sein. Hier auch nicht. Das kann nur hier oben. Das scheint hier irgendwie. Naja, da könnte man eventuell rein. Hier. Das ist ein kleiner Spalt. Oh, da war nur ein Spatscher kaputt. Der ist momentan mehr wert als das Ding da. Jo. Ja, muss schon brutaler werden. So. Mit irgendwas kriege ich das schon auf. Vielleicht mal eine Nummer größer. Okay. Mal hier so ein bisschen am Rand drücken. Wow! Alles noch heile? Okay. Das Ding war. Hier irgendwie ist es verschweißt verklebt. Keine Ahnung. Oh, sehr kompaktes Design. Sehr kompaktes Design. Jetzt brauche ich noch irgendwie was Kleineres, um das rauszuziehen. Irgendwas mit dem Isolierten. Immer nur da hier reinfuschen. Die Kondensatoren da. Ich brauche jetzt keine Gewicht. Da brauche ich noch irgendwie eine Flachzange. So. Dann gucken wir mal. Das ist die Hauptplatine. Das ist die Platine, auf der die USB-Sticks aufgelöst sind. Jetzt könnte ich mir vielleicht hier. Oh Gott, das will. Was haben die da alles? Ah, nee. Okay. Hier drin unten, das sind die Kontakte. Und die gehen dann hier rein. Verjüngen sich dann da zu der Seite. Ja, so richtig fette Kondensatoren gibt es da irgendwie nicht. Hier den 400 Volt, der könnte unangenehm werden. Jetzt nicht mehr. Ach Gottchen. Die beiden sind natürlich parallel geschaltet. Komm da raus. Und der hier sieht doch schon irgendwie so ein bisschen. Ich meine hier so unten, da kommt doch schon das Elektrolyt raus da unten. Hier diese Xi Qing Kong. Der hebt sich auch schon so ein bisschen. Der ist auf jeden Fall kaputt hier. Der, was haben wir denn da? 470 Mikrofarad 10 Volt. Zwischen dem und dem. Das Ding wird heile sein, der sieht auch noch gut aus. Aber der ist nichts mehr. Wollen wir mal auslöten und gucken, wie viel der noch hat? Der hier sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, hat noch eine kleine Delle. Aber den hier, den werde ich jetzt mal auslöten. Weil das sieht nicht gesund aus. Und dann können wir mal durchmessen, wie viel Kapazität er noch hat. Und ich schätze mal, keine mehr.
So, da haben wir das kleine Scheiße, ne? Mal scharf machen. So. Und es sieht halt irgendwie hier nicht so toll aus. Auf der Seite. Hier haben wir noch mal ein bisschen Licht drauf. Ja, macht jetzt hier nicht so den tollen Eindruck. Da hat sich schon mal so ein bisschen der Boden gehoben. Und von diesen 470 Mikrofarad, das muss ich mal hier ein bisschen, das ist mein Tester, sind übrig geblieben. Bin da reinstopfen. Ich hoffe, das reicht. Ein bisschen kurz. Testing. 290 Mikrofarad hat er wenigstens noch. Ist doch noch was. Aber irgendwie zu wenig. 470 Mikrofarad. Butsch. Bei 10 Volt in der Baugröße. Also, den kann ich jetzt einfach ja mal austauschen, weil das sind mir die liebsten, wenn man da gleich mal so eine Ahnung hat, was kaputt sein könnte. Und weil dann Bauteil billig ist. Jetzt gucke ich mal, ob ich da so eins habe. 470 Mikrofarad, 10 Volt oder mehr Volt. Und den könnte ich ja dann einfach mal austauschen. Gucken, ob der funktioniert. Rein aus wissenschaftlichen Gründen. Eigentlich könnte ich es auch wegschmeißen. Aber mal gucken, vielleicht tut das ja dann wieder. Das ist gar nicht so einfach, den hier zu ersetzen, weil das eine sehr kompakte Bauform ist. Hier haben wir eine 470, auch kompakte Bauform. 470 Mikrofarad, 16 Volt. Den kriege ich vielleicht rein. Und wenn ich hier so mal in meine Elko-Schatulle gucke, 470 Mikrofarad. Okay, die sind alle ein bisschen älter und größer. Da habe ich auch nichts. Ich könnte höchstens versuchen, von einer anderen Platine, weil ich schmeiße ja nichts weg, eins auszulöten und eins zu finden. Aber ich glaube, mit dem könnte ich doch noch irgendwie klarkommen. Also der hing ja hier drin und war so hoch wie der. Und der hier ist auch so hoch, aber ein bisschen breiter. Ja, das könnte schon passen. Muss ich den mal durchtesten? Ich habe das Gefühl, mein alter Tester. Hier mal die. So voll hier alles. Reichen die Zipfel überhaupt noch, um das da reinzustecken? Ich glaube nicht. Vielleicht kommt dann das hier zum Einsatz. Ne? Ja. Zwischen 1 und 3 meinetwegen. Wuppdiwupp. Und dann kann ich die hier so. Ja. Einmal schwupp. Und war ziemlich billige Bauart, aber dennoch praktisch, oder? 470 Mikrofarad möchten wir sehen. 464. 0,4 Ohm. Oh, das geht schon noch, oder? Bevor ich jetzt noch irgendwie alle Platinen da irgendwie, die ich noch habe, durchsuche. Ob ich da noch einen habe, der dann 16 Volt statt 10 Volt. Das macht nichts. Mehr darf es
immer sein. So, jetzt lasse ich das Ding doch da einfach mal dran. Und versuch mal das Ding da einzulöten. Gucken, was das bringt. So, sieht doch platzmäßig gar nicht schlecht aus. Warte mal. Da, hier nochmal dran. So. Passt doch, oder? Ist ein bisschen größer. Und ist da unten wieder eingelötet. Ich hoffe, ich habe Plus und Minus nicht verwechselt. Sonst macht's gleich Peng. Und hier kann man die kleine Dotterplatine einhängen. Ah, naja. Was haben wir hier für ein? JNC JNX1 Y1. Ah, da scheint wirklich ein X-Kondensator drin zu sein. Die Chinesen. Sparen sich das ja mal ganz gerne. Nun, dann stupfen wir das Ding mal wieder rein. Wie gehört das denn? Der mit den Ports natürlich nach da. So. Mal gucken, ob es Puff macht. Der spannende Augenblick. Ich hab schon so. Und ein wenig Sicherheitsabstand. Und er zieht 0 Watt. 0,1 Watt. Tja, ich würde sagen mal, das ist Normalfunktion. Kommen da dann aber auch schöne 5 Volt raus jetzt. Na, 4,88. Nicht so der Hit. Besser als die 3, die vorher waren. Belastungsprobe schafft er wenigstens 1 Ampere. 4 dann unter tief runter geht. Naja, 4,8. Also unter 4,7 ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Okay, 1 Ampere schafft er. Ja, 1,4. Jetzt geht aber auch schon die Dings runter. Er schaltet sich aber nicht ab. Ah, das ist schon zu wenig. Da sind wahrscheinlich auch noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen. 2 Ampere. Ja, und jetzt ist er bei 2,2 Ampere ausgestiegen. Aber bis dahin sind es mindestens 4,6, 4,7 Volt. Und bei ganz wenig 4,8, leider keine 5. Ist ein bisschen wenig. 4,9, 4,96. Hä? Warum wird das jetzt mehr? Warte mal. Ach, wegen Leerlauf. Schon mit so einem halben Ampere geht davon auf 4,88 von 4,69. Ich hab doch noch einen, ich such den mal kurz. Nee, ich glaube, den habe ich auch im Einsatz. Den anderen. Weil ich dachte, naja, das ist ja dann irgendwie. Das ist eigentlich auch alles chinesisch, aber ich dachte, naja, ist halt deutsch. Wird dann besser funktionieren. Aber naja, auch nicht. Ging genauso.
kaputt wie die chinesischen Teile. Wie war das Ding drauf und wie kriege ich das wieder zu? Naja. Aus Sicherheitsgründen. Sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Super Idee. Das hast du schon gleich wieder in der Hand. Ne, jetzt kannst du aber wenigstens nicht mehr aus Versehen abgehen. Jetzt kann ich es wenigstens noch ein bisschen weiter benutzen. Für nicht allzu große Lasten. Aber das war es ja auch vorher. Keine große Last. Das Ding da drin. Jetzt sollte das auch ein bisschen heller wieder sein. Oh ja, ist heller. Ich kann nicht mehr reingucken. Ist sehr viel heller. Zieht 0,8 Watt. Doch nicht 0,5, 0,8. Ja, da sind es halt 6 Kilowattstunden im Jahr. 3 Euro. Vorher hat er ja auch viel weniger geliefert. Ja, aber ich glaube, den kann ich dann weiterverwenden. Ja, und das war unser Kandidat, der dran schuld war. Ein Kondensator 400 ist schon klein für 470 Mikrofarad. Von Xichong Low ESR. Und ob der ESR noch so low ist? Ja. Mit dem anderen funktioniert es jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal, wenn er kaputt ist. Ist halt dann irgendwie so ein Ersatzteil. Falls. Ja, kann ich abkratzen. Ist geklärt. Können wir wieder benutzen. Reparatur erfolgreich, obwohl es der Kandidat ja eigentlich gar nicht wert war. Trotzdem mal reingeschaut. Das sind sowieso die liebsten Kandidaten, wo du reinguckst und siehst, ja, die sieht hier oben ist er auch so ein bisschen bulky. Und jetzt nicht so groß. Aber unten hat er sich dann halt gehebt, wo du dann siehst, ah ja, komm, mit dem kann was nicht stimmen. Wo man dann auslötet, sieht, jo, mit dem stimmt was nicht. Irgendeinen Ersatz, günstigen aus einer anderen Schaltung, oder den habe ich auch irgendwo rausgelötet. Einlötet und dann sagt, jo, bis auf die Arbeitszeit umsonst repariert, kann man wieder verwenden. Würde ich so aber keinem anderen geben. Und falls ich das vergesse, habe ich hier nochmal den Klebefilm als Gedächtnisstütze, dass mit dem mal was nicht in Ordnung war. Den verklebe ich jetzt aber nicht. So geht er schon nicht ab. Wenn ich mal irgendwie wieder so einen ganz kleinen Verbraucher habe. Jetzt habe ich gerade einen anderen reingesteckt. Wie gesagt, es mangelt mir nicht unbedingt daran. Und ja. Wenn der dann hinüber ist, kann der wieder hin. Da muss der andere repariert werden. Das sind halt nur Kleinverbraucher. Aber der war mit 0,08 Watt im Standby eigentlich schön stromsparend, war das 0,08 Watt im Standby?
Oder 0,1 Watt im Standby. Finde ich gut. Weil andere. Was haben wir hier? 3,5 Ampere. Auch 0,1. 0,0. Wow, noch besser. 0,07. Nehmen wir mal so einen China-Kracher. Ah, schau mal, der hat 0,2. Das Doppelte im Standby, wenn du nichts eingesteckt hast. Oder 0,18. Gibt's halt so und so. Was haben wir hier? Haben wir einen von Hamer. Schon älter. Auch 0. Ja, jetzt geht er langsam runter. 0,12, 0,9. Ah ja. Der fängt hoch an. Da, bei 0,25 Watt, dann geht er runter auf 0,07. Oh, nicht schlecht. Er hat nur 2,5 Ampere. Und halt nur ein Port, ne? Ja, USB-Ladegeräte. Ist nicht das erste, das ich repariert habe. Ach, und wenn euch sowas interessiert, dann abonniert doch meinen Kanal. Und dann könnt ihr euch in Zukunft noch mehr davon anschauen. Und seid so nett, dann lasst mir ein Like da. Tja, dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Tschüss.